seine gesamte Ausrüstung. Muss sich dann halt nur mit Granaten bewaffnen. Ne, seine Ausrüstung verliert er jetzt nach dem Kampf in Metal Gear, habe ich was verwechselt. Also kurz bevor Dr. Petrovich stirbt, erzählt er dann noch, dass die zweite Metal Gear-Variante an den eine besonders dünne Panzerung an den Beinen hat und man diese dann mit Granaten ja, besiegen kann. Das macht Snake dann natürlich auch. Danach brennt dann seine gesamte Ausrüstung ab in der Explosion und er muss sich Gray Fox in einem Faustkampf stellen, mitten in einem Minenfeld. Ja, und kurz darauf, oder nachdem man ihn dann besiegt, trifft man dann auf Big Boss, der dann Snake halt sagt, dass er derjenige war, der sein Leben einen Sinn gegeben hat, weil alles, was Snake in seinem Leben erreicht hat, ist kämpfen und halt ein Soldat sein. Und wenn er den Kampf gewinnen würde, müsste er weiter als Soldat auf dem Schlachtfeld leben, während der Verlierer dann von dieser Sünde und von dieser Last befreit wird. Und das sind dann auch so die letzten Worte von Big Boss, bevor er dann, ja, mit einem selbstgebastelten Flammenwerfer bestehend aus einem Feuerzeug und ja, so einer Sprühdose mit ihnen, so einer leicht brennbaren Substanz drin, bevor er dann damit verbrannt wird. Ne, also die Szene mit der auf dem Minenfeld mit Gray Fox, die wird ja im Nachfolger noch mal ausführlich mehr beleuchtet aus verschiedenen Blickwinkeln. Was ich noch sagen wollte, sofern ich es richtig verstanden habe, die ganze nicht gerade unkomplizierte Metal Gear Story, die Absichten, die Big Boss hatte, waren ja an sich jetzt gar nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört, weil so wie ich es verstanden habe, wollte er ja eigentlich nur so eine Art Söldnerstaat aufbauen, wo halt Söldner mit Respekt behandelt werden. Ja, und das einzige Problem dann halt ist die Art und Weise, wie er es versucht hat durchzusetzen, nämlich mit Gewalt, und das war dann halt der falsche Weg. Aber so das Ziel an sich war nicht unbedingt als wirklich rein schlecht anzusehen, denke ich mal. Ja, das ist richtig. Aber er wollte halt Soldaten ja einen Platz geben, halt, dass sie einen Sinn zum Leben haben. Sozusagen. Ja, also das steckte so unter seinen Absichten. Aber ja, er strebte auch schon natürlich nach Macht, ist klar. Das wird dann auch in den späteren Spielen immer deutlicher. Also dass er dann ja so ein bisschen verschuldet auch durch seine eigene Regierung auf die schiefe Bahn geraten ist. Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht über das Gameplay vom zweiten Teil geredet. Sage ich dann auch noch mal schnell kurz was zu, weil das wurde dann erheblich verbessert und ging auch wesentlich mehr in die Richtung der späteren 3D-Teile. Also man hatte erstmals ein Radar, wo die Gegner angezeigt werden. Man konnte erstmals unter Tische oder unter Fahrzeuge zum Beispiel kriechen oder durch Zäune kriechen, wenn die ein Loch da drin hatten oder in Lüftungsschächte reinkriechen. Ja, das kennt man dann natürlich auch aus den späteren Teilen. Dann gab es auch diese Alarmphasen mit einem Countdown immer. Also es gab die Alarmphase, es gab eine Ausweichphase, wo dann die Gegner in vermehrter Zahl nach Snake gesucht haben. Und ja, das waren eigentlich so die größten Verbesserungen, die man gemacht hat. Also es war wesentlich schwieriger, unentdeckt zu bleiben als noch im ersten Teil, weil die Wachen beschränkten sich nicht immer nur auf einen Bildschirm, sondern man musste halt immer den Radar im Auge behalten. Der hat dann immer so die umliegenden Bildschirme angezeigt. Man musste halt dann im Auge behalten, dass sich dann die Wachen halt auch über mehrere Bildschirme bewegen und nicht halt immer auf einem Bildschirm stecken bleiben und dort ihre Patrouillengänge absolviert haben. Der Radar war, glaube ich, 3x3 Felder groß, Ja, oder? genau. Ja, dann. Also ich habe es, wie gesagt, mal angespielt, aber durch bin ich halt nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Also den ersten Teil weiß ich nicht so, ob man den unbedingt spielen muss. Also, ist, denke ich mal, nur was so für richtige Fans, die mal sehen wollen, wie die Serie so wirklich angefangen hat. Also, weil die Story ist auch nicht so wirklich groß im ersten Teil, aber den zweiten kann ich auf jeden Fall bedingungslos empfehlen. Also den sollte man auf jeden Fall mal spielen. Allein schon wegen der Geschichte, weil die ja auch im Nachfolger vermehrt aufgegriffen wird. Ja, genau.
Wollen wir dann auch gleich auf den Nachfolger zu sprechen kommen oder hast du noch was zu Metal Gear 2 zu sagen? Mir fällt jetzt im Moment eigentlich so nichts mehr ein. Ja, da kann ich mal wieder meinen schlauen Satz anbringen, dass dieser Teil nämlich auch erst offiziell in Deutschland erschienen ist mit Metal Gear Solid 3 Subsistence. Und ja, halt da auch eine deutsche Übersetzung erfahren hat. Und dann halt auch für Leute, die des Englischen oder des Japanischen nicht mächtig sind, verständlich gemacht wurde. Ja, das war bei dem Teil, der mit Sicherheit dreimal so viel Text hatte wie sein Vorgänger, absolut notwendig, um das alles zu verstehen. Aber diesmal gab es doch, glaube ich, dann den Kernel, ne? Ja, das hatte ich ja schon am Anfang Ja, gesagt. klar. Hat der gesagt, ja. Da fiel mir noch ein, dass ich aufpassen müsste, dass ich den Colonel nicht mal versehentlich mit Colonel Troutman anspreche, weil der ja sehr extrem ist, sehr extrem ähnlich aussieht und so von den Charakterzügen her wie also Campbell und Troutman. Und auch so die Beziehung zwischen Snake und Campbell ist ähnlich wie die Beziehung wie zu Rambo und Colonel Troutman. Also ich glaube mal, da hat sich Kojima auch dann von Rambo inspirieren lassen, vom ersten Teil. Also steckt eine. Da bringst du jetzt noch schnell auf was, denn bei den Codec-Bildschirmen, oder da war es ja dann auch noch so ein Funkgerät, da hat man diesmal auch so Bilder gesehen von den Personen, mit denen man gesprochen hat. Und da sah man halt auch schon, also das Bild von Snake ähnelte, glaube ich, ein bisschen Mel Gibson. Und halt das von Campbell eben jenem Colonel Troutman aus der Rambo-Serie. Und Big Boss sah so ein bisschen aus wie Sean Connery. Ja, stimmt. Das habe ich vor Augen. Mit Augenklappe. Ja, genau. Sean Connery with an Eye Patch. Na gut. Einen Satz möchte Also. ich schnell noch sagen. Aber nur einen. zu Metal Gear 2 Solid Snake. Und zwar gab es, wie wir schon erwähnt hatten, hat Kojima mit dem Spieler da auch so ein bisschen seinen Schabernack getrieben. Und das gab es in dem Teil natürlich auch. Also man musste manchmal so Morsezeichencodes entziffern. Da hatte man dann in der Spielanleitung auch so eine richtige Tabelle halt für. Und bei Subsistence stand die natürlich auch in der Spielanleitung drin. Das war so einer von diesen Rätseln. Und es gab sehr viele Parallelen zu Metal Gear Solid. Und zwar musste man nämlich auch in dem Spiel, jetzt sage ich natürlich schon mehr als einen Satz, aber das möchte ich eben noch schnell erwähnen. Du Man trennst musste sie nur mit Komma ab. ja, genau. Man musste nämlich in dem Spiel eine Frau, die als Soldat, also als Sansibar-Soldat verkleidet war, in einer Damentoilette kontaktieren. Und warum das wahrscheinlich sehr viele Leute kennen, das werden wir in dem Spiel erfahren, was jetzt endlich drankommt. Ja, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, ich denke mal, dass es auch von Kojima extra so gemacht wurde, dass viele Anspielungen in Metal Gear Solid, also im PS1 Metal Gear Solid, gemacht wurden, weil würde ich jetzt mal so spontan einfach denken, dass da so viel mehr Leute angesprochen werden konnten und die guten Ideen halt so viel mehr Leuten ja, gezeigt werden konnten, sage ich mal. Ist jetzt so mal spontan mal so meine Idee dazu gewesen zu der ganzen Sache. Ja, das wird auch wahrscheinlich so sein. Zumal in Japan hielten das zur Anfangszeit sogar viele für ein Remake. Weil da halt so viele Sachen aufgegriffen worden sind aus Metal Gear 2 Solid Snake.